Hallo, schön, dass du bei mir vorbeischaust. Mein Name ist Daniela Eisel und ich wohne im wunderschönen Salzburger Land und betreibe dort ein Körperzentrum und biete hier verschiedenste Techniken an wie Massage, Heilmassage, Frauenheilmassage, Hypnose, Familienunterstützung und Aurachirurgie. Dieses Video soll jetzt einfach sich um die Aurachirurgie drehen und ich möchte euch jetzt in ganz leichten Worten die Aurachirurgie erklären. Was ist die Aura? Fangen wir mal so an. Die Aura ist ein Bindemittel zwischen meinem Körper, zu meinem physischen Körper und meinem Bewusstsein. Es wird auch ganz oft Energiekörper genannt. Und in diesem Energiekörper werden all meine Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, abgespeichert. Positive sowie auch negative Dinge. Und da setze ich die Aurachirurgie ein. Die Aurachirurgie arbeitet auf diesen negativen Dingen. Sie möchte diese negativen Dinge verringern und im besten Fall beseitigen. Ja? Also all die negativen Dinge durch Krankheiten, durch physische Probleme sind da gespeichert und die Aurachirurgie kann es eben erleichtern oder sogar ganz wegbringen. Ganz wichtig ist mir, die Aurachirurgie ersetzt nie eine medizinische oder therapeutische Behandlung. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Ja? Die Aurachirurgie ist nicht wie die klassische medizinische Chirurgie, so wie wir sie kennen, sondern sie findet eben so 5 bis 10 cm weg von deinem Körper statt. Es werden sehr wohl chirurgische Instrumente eingesetzt, aber es wird nie auf oder in deinen Körper operiert. Ja? Man operiert eben diese Dinge in deiner Aura weg. Ja? Ich muss dazu nicht direkt ganz knapp an deinem Körper sein, also es befindet nicht nur an deinem Körper direkt statt, in deiner Aura, sondern ich arbeite auch, wie du hinten siehst, an einem Modell, an einem Anatomiemodell, in dem Fall ist es die Wirbelsäule, ich arbeite auch an Anatomieatlasse. Ja. Und meine Kunden und Kundinnen und Patienten und Patienten, entschuldigt, wenn ich nicht immer gendert, ja, ist keine böse Absicht, die berichten mir ganz oft in dieser Sitzung, dass ein Druck abfällt oder dass ein Zug entsteht, der was dann eine Leichtigkeit bringt, also dass sie das Gefühl haben, es wird etwas entfernt. Sie reden auch ganz oft oder geben mir auch oft Rückmeldung, dass sie Temperaturunterschiede wahrnehmen, ganz massive, und auch, dass sich zum Beispiel die Atemfrequenz verändert oder die Herzfrequenz ins Positive verändert. Ja, und dass sie auch diese Erleichterungen spüren. Das kann sein, dass sie das gleich direkt bei mir in der Praxis merken oder einfach ein paar Stunden danach zu Hause. Ich habe auch Patienten und Patientinnen und Kunden und Kundinnen, die ganz unerklärliche Problematiken haben, zum Beispiel Angst vor tiefem Wasser oder Angst vor Höhen, Angst vor Schlangenbissen, Angst vor Hunden, vor Katzen oder Panikattacken und sie wissen aber nicht, was der Auslöser ist, weil in ihrem jetzigen Leben hier eigentlich gar kein Grund für diese Panik oder für diese Ängste vorliegt. Ja? Und da bearbeitet man diese karmischen Belastungen, das heißt einfach Belastungen aus einem Vorleben. Man muss jetzt nicht daran glauben, an Vorleben, also das ist keine Grundvoraussetzung für die Aurachirurgie. Ja? Es gibt eigentlich überhaupt keine Grundvoraussetzungen für die Aurachirurgie, außer, dass man bereit ist, etwas für seinen Körper verändern zu wollen. Ja? Also ich bin nicht die, die alles abnimmt und meine Kunden und Kundinnen und Patienten und Patientinnen brauchen nichts dafür zu tun. Also man muss schon für seinen Körper, für seine Gesundheit, für sein Wohlbefinden immer als Erster was tun. Und das ist ja eh schon der Schritt, mal mich anzurufen und mich bei mir einen Termin auszumachen. Das ist der erste Schritt, wo man schon ins Tun hineingeht. Ja, und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich euch jetzt mitteilen wollte über die Aurachirurgie. Ich werde noch Kurzvideos machen über andere Rubriken von der Aurachirurgie. Aber ich glaube, das war jetzt die einfachste und schnellste Möglichkeit, euch zu erklären, was Aurachirurgie bedeutet. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich anruft und einen Termin bei mir ausmacht. Ich danke euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!